Fasziniert ist die Tatsache, dass Menschen, die sich im Netz, also das einmal in der virtuellen Welt vernetzt haben, plötzlich in die analoge Welt eintreten, um hier gestaltend wirksam zu werden. Das ist sozusagen eine Neuinterpretation des Kampfes gegen den eindimensionalen Menschen im Sinne von Marcuse. Das haben sie immerhin zwei Dimensionen, also die analoge Welt und die virtuelle Welt. Und zugleich, natürlich, glaube ich, sind sie schon auch ein Symptom oder ein Produkt des gesellschaftlichen Bedürfnisses nach neuen politischen Formen und nach eventuell neuen Parteien. Und ob sie diesen Anspruch erfüllen können, weiß ich nicht, aber ich finde es bemerkenswert, dass sie nicht mit dem Gestus, wir wissen alles und wir haben das definitive Programm zur Rettung der Menschheit auftreten, sondern alles, also von den Grundsätzen her, einmal beginnen wollen zu diskutieren. Ob sie meine Interessen jemals vertreten können, kann ich auch nicht sagen. Ich bin Schriftsteller und ich verteidige das Urheberrecht und soviel ich weiß, tun das die Piraten nicht. Aber mich fasziniert ihre Diskussionsgier und eben diese Dialektik von virtueller Welt, analoger Welt.